Düster ist es hier im Wald, im Grinsewald von Mario & Luigi Superstar Saga. Willkommen zurück, Leute. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Im letzten Part haben wir hier sozusagen voll viel Grinding gemacht und haben so einen Baum getroffen, der einem gesagt hat, dass man so bestimmte irgendwelche farbigen Weine oder Bohnen, was war's? Auf jeden Fall solche bestimmten Farben, ich glaube grau oder weiß, rot und noch irgendeine Farbe, lila, glaube ich, war's. Dass wir die irgendwie hier finden sollen und dass wir dann erst passieren können. Und deswegen sind wir jetzt hier unterwegs im Wald, um die zu finden. Naja. Und da oben war, ist das schon mal gleich ein Sirup. Wir haben auch jetzt nicht gerade die krassesten Sachen mehr. Wir haben fast keine BP mehr und fast keine HP mehr. Deswegen sollten wir auf jeden Fall vielleicht bald mal was benutzen. Hier ist auf jeden Fall ordentlich Kohle. Und anderes Zeug. Kommen wir da hoch? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ja, schauen wir doch da oben entlang. Da sind Items. Zu denen kommen wir schon hoch. Also zu dem einen Itemblock zumindest. Und nochmal Kohle ein bisschen. Kohle kann man ja nie genug haben in dem Spiel. So, dann tun wir uns darüber rotieren mit diesen zwei Plattformen. Ich glaube, oben ist immer besser. Ah, sag ich, und unten ist das Item. Ist natürlich ärgerlich. Es resettet sich halt nicht mehr, oder? Ja, muss ich kurz raus aus dem Raum halt gehen. Und wieder rein. Ich liebe diese Musik, das ist immer so eine coole Mario-Standard-Untergrund-Musik, aber cool geremixed, muss man sagen. Aber ich habe ja noch das Gefühl, dass dieser Baum irgendwie böse ist. Oder böse wird. Warum werde ich das Gefühl nicht los? Aber gut, kann auch sein, dass ich mich einfach täusche und der gar nicht böse ist. Ah, wir hätten oben bleiben sollen. Aber wir kommen ja wieder hoch. Ganz schön viel Kohle in letzter Zeit. Vielleicht brauchen wir irgendwann jetzt demnächst mal Kohle. So, wir haben hier den Spin. Oh! Und da ist doch eine lilane Bohne. Du hältst eine Rose Lachbeere. Ach ja, genau, Lachbeeren hießen die Teile, die wir brauchen. Okay, wir haben eine Rose Lachbeere. Besser als nichts. Ach so, jetzt sind wir an diesem Ort, ne? Ja, genau. Weil da haben wir uns ja mal gefragt, wie wir da hochkommen sollen, weil wir da nicht hochgekommen sind. Aber jetzt wissen wir es ja. Sammelt noch zwei Lachbirnen. Die weiße und die rote. Das links sieht mir trotzdem, das rechts sieht mir trotzdem eher wie blau aus, so ein bisschen. Okay, wir waren rechts, also müssen wir jetzt links lang. Aber finden wir da echt noch zwei Stück? Oder waren wir doch schon hier? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah ja, hier haben wir den Part begonnen. Okay, dann ist hier lang gehen vielleicht nicht so schlau. Oh, hier geht doch was ab. Ich bin die Enkelin des großen Waldegard. Was fällt euch ein, so einfach in mein Zimmer einzudringen, ihr Frechlinge? Was ist denn das hier für ein Zimmer? Aber wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr genauso gut eine nützliche Kleinigkeit lernen. Ja, das weiß ich doch schon, da können wir die Bohnen rausholen. Sie zeigen an, dass sie an dieser Stelle Bohnen sind. Naja, wissen wir ja schon. It is ja nichts Neues. Ich hätte gesagt, 5 Stück sind hier. Jetzt haben wir doch alle 5 rausgeholt. Also machen sie Weg frei. Alle 5 Bohnen, gut gemacht, bravo. Vergesst nicht die Bohnen einzusammeln, wenn ihr mal wieder solche Markierungen im Boden seht. Ja, ja, das ist ziemlich wichtig. Gut, die Bohnen machen zwar in anderen Mario & Luigi mehr Sinn, aber hier sind sie auch nicht schlecht auf jeden Fall. Gute Nacht. Na, wobei, eigentlich sind sie hier auch gut. Jetzt, wo ich so nachdenke.
Oh, da ist die rote. Ah, oh, da ist ja ein Wiggler. Okay. Jetzt haben wir den da reingehauen. Hoffentlich passiert da jetzt nichts. Man sieht ihn nicht mehr. Hm. Da unten geht's weiter, oder? Nee, da ist eine Sackgasse. Ach so, da ist so eine Bohne unten. Das ist ja voll schwer zu sehen. Ist gar nicht mal leicht. Und da brauchen wir definitiv Mario unten. Oh, Mario rennt weg. Ja genau, weil der Wiggler jetzt böse ist. Klar, wir haben ihn ja angegriffen. Wobei gehen wir mit Platt Mario rein, ist lustiger. Okay, dann sollten wir uns vielleicht heilen, nicht dass der uns jetzt noch angreift. Diesmal bereiten wir uns drauf vor. Ja, ich kann mich auch mal vorbereiten, tatsächlich. Und ja, es ist ein Kampf. Der raged sein Leben, der Wiggler. Okay, was können wir... Oh, wir können alle seine Körperteile angreifen. Macht es Sinn oder sollte man einfach nur auf den Kopf gehen? Gehen wir mal auf alle. Ach, da kann man ihn normal machen. Wow. Gar nicht mal langsam, der Junge. Gut, vielleicht beruhigt er sich dann, deswegen ist er dann vielleicht nicht mehr so am Ragen. Ah Mann, da muss man echt schnell timen. Und gelber Körper. Da sehen wir jetzt, ist er am Chill. Jetzt macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, auf den Kopf zu gehen. Machen wir mal die Hackenbrüder, die sind geil. Was, der ist schon tot? Ja, der hält ja gar nichts aus, das war doch voll die Bossmusik und so. Lol. Er hält einfach mal gar nichts aus. Auf jeden Fall erhalten wir die rote Lachbeere. Fehlt somit nur noch die weiße. So, und wo könnt die stecken? Vielleicht sagt uns das der Baum, weil ich wüsste jetzt persönlich nicht, wo die steckt. Außer man kann hier irgendwo anders noch lang. Hier gibt es auch nur zwei Abzweigungen. Gut, vielleicht sind wir doch noch nicht rechts lang, das kann auch sein. Ja, ich glaube, wir sind rechts noch gar nicht lang gegangen. Ja, dann gehen wir doch da mal lang. Hat mich ganz umsonst so frisch gemacht für den Boss, der hat ja gar nichts drauf gehabt. Ah, eine Bohne. Ah, falscher Charakter. Vorne. Noch irgendwo weg. Oh, da war ein Gegner. Wow, geil, dass ich den Konter geschafft habe. Nicht schlecht. Okay, die Gegner wissen wir ja alle, kann man recht leicht einfach töten. Hoffentlich weichen wir jetzt ein bisschen besser aus, aber ich glaube schon. Wir haben ja alle keinen Bock auf Vergiftungen. Mario haut einfach richtig rein. Okay, sind noch irgendwo Bohnen? Bohnen, wo seid ihr? Ne, sieht nicht so aus, aber da unten ist ein Weitergang. Und oben auch. Wo sollen wir jetzt lang? Gehen wir erst hier lang. Ja, das ist nur so ein Goodie-Raum, wo es Bohnenlöcher gibt, einige aber sogar. Egal, Bohnen kann man nie genug von haben. Auch wenn es nur Grinsebohnen sind und nicht diese seltenen, die wir bei diesem Seilspringen verdient haben zum Beispiel. Aber Bohnen, wie gesagt, sind immer geil. Okay, dann geht's nur noch hier rechts lang. Hier wird wohl jetzt eine weiße Lachbeere sein irgendwo. Start, Position. So, ja. Hey, das ist wieder eine Bohne. Vielleicht sollten wir Luigi tatsächlich mal ein bisschen vorne chillen lassen wegen den ganzen Bohnen. Okay, aber da können wir nicht durch, also müssen wir Mario vor. Und wie man schon dort gelesen hat, glaube ich, ich weiß aber, was sie gemeint haben, ist, man kann mit Start wechseln, wenn man getrennt ist. Aber man kann trotzdem noch mit dem anderen hüpfen, schau. Ist ganz lustig gemacht. So unterstützen sich die beiden Bros. Da ist jetzt Luigi.
Im Prinzip gerade nur die ganze Zeit hin und her wechseln. Nichts sonderlich Schweres. Sagt Tom, weiß nicht mehr, wie er weiterkommt. Ach so, vielleicht müssen wir jetzt einfach rüberkommen. Ich glaube schon. Weil wir müssen ja jetzt Mario da, nicht Mario, Luigi da unten durchbringen, deswegen. Und das geht nur so. Und jetzt können wir da, jetzt kann Mario dann sich die weiße Lachbeere da holen. LOL! Das ist ja voll zeitbedingt. Boah, das wusste ich gar nicht. Okay, da muss man wohl ziemlich schnell sein. Okay, wartet, dann machen wir es so, dass wir Mario hier gleich hinstellen. Nee, wir stellen Mario einfach da unten hin, dass es schneller geht. Hier hin. Dann müssen wir uns ganz schön beeilen. Ah, 15 Sekunden ist ja voll wenig. Los, Mario, schneller. Okay, wir sind dort. Du hältst eine weiße Lachbeere. Was bringt jetzt der Schalter? Keine Ahnung, was der gebracht hat, aber aktivieren schadet der nicht. Jetzt können wir zu dem Baum gehen. Mal sehen, was der so sagt. Müsste uns ja eigentlich loben, weil wir so gut waren. Ach, kämpfen wir doch hier ein bisschen, um Erfahrung zu sammeln. Und vielleicht treffen wir ja mal wieder einen Goldbini. Luigi ist ja inzwischen schneller. Weswegen man ihn dann auch killen könnte gleich, falls es einer ist. Aber hier haben wir Pech erstmal, ist keiner. Egal, kann er nicht immer laufen. Ah, es sind schon drei. Und jetzt macht Mario auf einmal weniger Schaden. Die ganze Zeit visieren sie alle Mario an. Und nur ein normaler Beanie. Die jucken uns natürlich nicht sonderlich. Warum macht manchmal Mario weniger Schaden mit dem Hammer und manchmal mehr? Überhaupt, die machen immer voll unterschiedlichen Schaden. Ach genau. Egal, dann zermatsche ich dich, du Bohne. Leute, schon wieder Level Up. Zurzeit geht es aber ganz schön mit den Level Ups, muss ich sagen. Wow, Treiber Angriff, also Mario geht einfach ab. Bei ihm könnten wir nochmal die Leben erhöhen um 4. Nice. Und Luigi. Jaho. Kriegt ein nettes Level Up, vor allem für die Verteidigung. Auch ihm könnten wir noch Leben geben. Um 4. Läuft. Da war schon die 1, das war gefährlich, aber wir haben die 4 gekriegt. Das ist schön. Ich habe schon wieder befürchtet, dass Luigi wieder seine tolle 1 kriegt, aber ne, diesmal hat er auch eine schöne 4 gekriegt. Also auf zu dem Baum. Aber speichern wir noch davor? Ja, machen wir. Damit wir, falls er wirklich böse ist, dann irgendwie noch bestens vorbereitet sind. Aber ich glaube eigentlich nicht. Na, wobei. Werden wir sehen. 2 Level-Ups. Sind vergangen seit dem letzten Speichern. Ah, jetzt ist er ganz normal. Erstaunlich, ihr habt alle drei Bären gefunden. Schreitet voran auf eurem Weg. Heute? Lol. Oder sowas passiert. Die beiden kommen einfach und geilen uns alles. Hurra, es geht weiter. Der fiese Baum wollte uns einfach nicht durchlassen. Aber es war ja klar, dass ihr die Drecksarbeit für uns erledigen würdet. Ach, Claude ist so ein dreckiger denn. Hey, Azubi, hier wird nicht getrödelt. Ab durch die Mitte! Sagen sie und gehen an der Seite vorbei. Mann hinterher, sonst geilen die uns noch den Witzwein da hinten weg. Den brauchen wir. Okay, schauen wir erstmal, was an der Seite abgeht.
immer erst die Seiten abchecken. Okay, hier ist auch noch ein Item. Was ist an der Seite? Nichts. Cool. Dann gehen wir in der Mitte durch. Ab durch die Mitte. Jetzt heißt wirklich ab durch die Mitte. Oh, speichern. Dann steht ja bestimmt ein Boss vor. Vielleicht ist es wieder Claudia. Claudia ist eh cool. Grinse war Lachbärstrauch. Ab zum Witzwein. Lol, da geht's wo rein. Sind wir eigentlich gut vorbereitet? Ja, passt. Okay, hier ist die Musik jetzt wieder etwas düsterer. Ah, lol. Hä, wo sind die anderen beiden hin? Ich geh jetzt in Birkenwald. Ich hoffe, die Pillen wirken bald. Lol, der macht da irgendeinen Spruch. Dann schüttle ich mir Reime. Wo sind die anderen beiden hin? Man nennt mich in Vino Veritas. Bin erster Schlosser im Chaton und Meister des Witzweinkelterns. Oh, ist das echt hier Witzwein? Das wäre nice. Man könnte sagen, eine lebende Legende. Ja, ja, meine Herren. Und was ihr hier seht, ist die legendäre Cuvée Extrait. Für die Herren ein Schluck Cuvée Extrait auf euer Wohl. Hä? Wir brauchen das nicht. Die Cuvée Extrait habe ich über 1000 Jahre mit Witzen gefüttert. Die reiflich gereifte Reife habe ich dann weiter reifen lassen. Und der sieht auch sehr reif aus, ne? Bis ich diese erlesene Qualität erreicht habe. Dies ist ein guter Tropfen und Gäste mit schlechten Manieren bekommen. Und eins, und zwei, und drei. Ja, die zwei wurden gefangen, lol. Das ist kein normaler Witzwein. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Genießt die Kugel extrem mit dem ihr gebührenden Respekt. Lol, wird er voll zum Soldier. Ah, wie herrlich, wie wunderbar. Was geht mit dem ab? Oh, ja. Bitte beachtet, dieser Witzwein hat sein Bukett aus der aromatischen Reife von 1000 Jahre alten Scherzen. Die Kugel extrem besticht durch Blumigkeit und Birnenduft. Zum Wohle! Gleich der nächste Bosskampf. Vielleicht hat der mehr drauf wie Wiggler und das sieht aber auch so aus, weil er ist heftig. Okay, man kann aber nur ihn angreifen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir halt gleich mit Ross-Attacken ab. Vielleicht mit Hackebrüdern, dass wir dieses Schild da zerstören können. Ja, weil er schützt sich, seht ihr. Ah, genau, dann verkacke ich. Er setzt den Oberschleim auf uns ein. Ah, und genau dafür schiebe ich die ganze Zeit. Aber es hat gereicht, dass er sein komisches Schild da verliert. Ach so, der hat doch von uns unten gezielt. Nein, falsch gedrückt. Okay, jetzt müssen wir ihn angreifen können. Los, nochmal Hackebrüder. Diesmal aber richtig. Ah, die ganze Zeit verschiebe ich, ohne Witz. Jetzt, wo ein Bosskampf ansteht. Okay, nehmen wir die Hopsbrüder, die kann ich besser. Sage ich im Fall auch. Der nimmt am Kopf nicht viel Schaden, okay? Das heißt, wir müssen auf links gehen. Weil man weiß nie, wann er auf wen schießt. Okay, das heißt, wir müssen ihn mit solchen Attacken angreifen. Ja, endlich mal Damage. Und die Schlagbrüder. 50, nice. Boah, der macht gar nicht mal wenig Schaden. Ja, genau, und der hat voll die krasse Attacke. Da kann man fast nicht ausweichen. Da mag ich diesen Schwertschlag schon mehr. Aber das ist endlich mal ein Boss, der was aushält. Oh, jetzt ist er klein. Entließ ihn in die Luft. Lol. Der heilt ja diesen gammeligen Teil, also diesen gammeligen Witzwein. Hätten wir mal ausgewichen. Okay, wenn er aber so nah vor einem steht, kann man da fast nicht ausweichen. Egal, wir haben ja noch gute Leben. Schließlich haben wir uns ja davor geheilt. Ach, kann man ihn jetzt vielleicht auch angreifen mit normalen Attacken? Das kann sein, dass er jetzt gegen Sprungattacken anfällig ist, weil er so klein ist.
Nee. Er ist einfach immer gegen links anfällig. Lol, er vergiftet einen. Nein, jetzt ist Lüdi vergiftet. Egal, es geht schon klar. Ah, ich habe jetzt zu viel darauf geachtet. Egal, er ist schon besiegt, schaut. Geht doch voll easy klar. Über 200 Erfahrung ist nicht schlecht. Das Aroma meiner besten Scherze aus 1000 Jahren. Jetzt rastet der voll aus, oder was? Lol, er lässt uns einfach in den Abgrund schmeißen. Pardon. Aber wir haben den Witzwein mitgekriegt. Und Mario fällt rein. Das erinnert ja mal voll an Asterix und Obelix, wie der immer in den Trank reingefallen ist. Oh oh, wo ist Mario? Luigi ist halt auf sich allein gestellt. Ey, wir wurden automatisch geheilt. Was mit Mario abgeht und so weiter, das sehen wir im nächsten Part, also bleibt dran. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und vielleicht kommt noch demnächst wieder Mario Maker. Heute glaube ich zwar nicht mehr, aber morgen könntet ihr vielleicht schon damit rechnen, aber mal sehen. Also auf jeden Fall, haut rein, Leute. Ciao.